Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber, unsere Freunde. Ihr seht es im Hintergrund, wir sind wieder back am Start hier in unserer goldenen Luxusvilla, Junge. Und Freunde, was wieder für ein geiler Tag, Junge. Die Sonne scheint, alles läuft. Und ihr habt es alle in der letzten Folge gesehen, Freunde. Wir haben uns neue Möbel gekauft für unser Haus, Freunde. Die Couch steht zum Beispiel schon da und sieht echt sehr geil aus. Okay, Freunde, bevor wir reinstarten, mein neuer Gaming-Laptop ist angekommen. Denn ja, Freunde, ich wurde ja von ROG eingeladen, das neue Maxed-Out-Gaming-Notebook zu testen. Ich denke mal, viele von euch haben auf TikTok schon gesehen, ich hatte eine kleine Kooperation mit ROG, Freunde, zu der neuen Maxed Out Serie. Aber ihr seht schon, heute ist angekommen mein nagelneuer ROG Trix G16. Junge, und da ist alles Endlevel drin. Der Laptop in dieser Verpackung ist vollgepackt mit Nvidia Next Gen GPU und der neuesten Intel CPU, Freunde. Also hier ist wirklich, hier sind so Endlevel Sachen drin. Wir packen der Schätzchen jetzt aus, Junge. Let's go. Guck mal, allein die Verpackung, Bro. Oha, Schlüsselanhänger war auch noch dabei. Aber ich würde sagen, Freunde, bevor ich den euch jetzt so hier einfach präsentiere, jetzt erstmal für euch einen richtig geilen Edit. Let's go. Sieht dieser Laptop aus, Junge. Alleine das Design. Oh. Mit diesem grünen und dann hier diesen farbigen Sachen. Oh mein Gott. No. Hä? Sind da LED-Stripes im Laptop drin? Junge, das ist Next Level. Ich habe den nämlich bei der noch nicht gesehen. Ich zock da gleich eine Runde Fortnite drauf. Ich will wissen, wie die Grafik ist und erst recht, wie flüssig das ist. Aber bevor wir da jetzt reinstarten, will ich noch ganz kurz euch mal ein paar Specs zu dem Laptop erzählen. Junge, dieser Laptop ist so schön, Mann. Allein, ihr seht ja dieses Display. Diese Farben und Kontraste, diese Wiederholungsrate sind halt wirklich Next Level bei diesem Teil, Freunde. Der Strix G16, Freunde, hat nämlich das ROG Nebula Display. Oder Nebula Display, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Aber das Krasseste an dem Nebula Display ist, Freunde, ihr könnt sogar auf QHD auf 240 Hertz schauen. Oder halt Full HD, was ja immer noch extrem krass ist, auf 240 Hertz, was so insane ist. Das Laptop selber hat einfach intelligentes Cooling. Halt weniger Verbrauch für Apps und Surfen, wenn ihr ganz normal im Internet unterwegs seid. Oder halt höhere Leistung für anspruchsvolle Games auf krasser Grafik oder halt Videobearbeitung. Alleine, dass in meinem eine 4080 drin ist. Nen Intel Core i9 13980 AX. Das Teil hat gefühlt krassere Specs als mein Computer. Aber Real Talk, da passt wirklich nur eine Sache. Maxed Out. Wir sind im Battlebus und es leckt gar nichts, Junge. Es ist insane. Ich habe wirklich die komplette Grafikeinstellung alles auf Maximum gemacht. Wir brauchen da auf jeden Fall irgendwo Gegner. Hier. Da oben. What? Was sind zwei? Ja! Oh mein Gott, easy, Bruder. Falls ihr Bock habt, auch sowas zu erleben mit so einem Laptop und gerade auf der Suche seid, oder selbst wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall mal bei dem Link in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr alle Informationen zu der Maxed Out Serie, auch genau zu meinem Laptop, den ich jetzt bekommen habe. Ich habe noch nie auf so einem geilen Gaming-Laptop gezockt. Vielen Dank hier draußen an ROG für die Einladung, für die Kooperation. Hat mich sehr gefreut. Wir machen weiter mit dem Video und let's go. Aber Freunde, neben der Couch haben wir noch viel, viel mehr gekauft. Zum Beispiel zwei Spülbecken. Also wir wollen halt generell noch ein bisschen was umbauen. Ich will noch ein richtiges Bad machen. Wir haben ja hier zwei Duschen gehabt. Einen habe ich zum Beispiel jetzt schon weggemacht und habe mir gesagt, stattdessen machen wir hier so ein doppeltes Waschbecken hin, aber das müssen wir irgendwie noch alles so ein bisschen schöner machen. Können wir aber alles im heutigen Video machen, Freunde. Wir haben ja unter anderem noch einen Grill und so Sachen gekauft. Also wirklich, wir haben richtig viele Sachen eingekauft. Die gehen wir jetzt auch erstmal im Lager holen. Und dann würde ich sagen, wird die Bude ja heute mal richtig eingerichtet, Junge. Endlich. Hä? Boah, ich höre Zombies da unten. Aber okay, Freunde, Junge, ich bin richtig gehypt. Das Haus wird im heutigen Video komplett fertig werden. Das heißt, wir werden alles einrichten. Mit Accessoires, mit Lampen. Wir werden Seelaternen noch ein bisschen verbauen. Glowstone hole ich auf jeden Fall auch noch mit für oben. So, packen wir uns mal alles ein. Okay, und, oh, wir können mal checken, wie viel bezahlt oder gekauft wurde. Okay, hier wurde nichts gekauft, hier wurde nichts gekauft. Hier. Hä? Bro? Okay, hier nicht. Bro? Leute, ich verstehe das nicht. Ich fülle wirklich jeden Tag diese Kisten komplett auf. Jeden Tag fülle ich alles auf, jeder Stack. Ein Stack davon, drei Raketen, kostet drei Diamanten. Ganz einfach. Bro, die halbe Kiste ist leer und alles ist nicht da. Digga. Wer hat meine Raketen geklaut? Junge, es ist so schlecht. Irgendwer bedient sich hier die ganze Zeit. Du machst, was er will, Junge. Stani, warst du das? Bro, es war 100% Stani, Freunde. Wer es von euch ja in der letzten Folge mitbekommen hat, Stani musste mir meine ganzen Diamanten und so wieder mitgeben. Hä? Hallo? Hallo? Ich bin's. Bro, hast du meine Dia... Hast du geklaut? Dann sag, ist ja nicht schlimm, aber... Ich weiß, wer sie geklaut hat. Wer denn? Ich war hier, weil ich wollte... Businessmäßig, was man wollte man gucken, wegen Schwarzpulver noch. Aha. Guck mal, Junge, ist alles leer. Die Dreierkisten, komplett, Junge. Mach, ja. Was man will auf der YouTuber-Insel. Da kommt er, ich schwöre, ich wette, das war Stani. Nein, er war's nicht. Bro, 100 pro. Hä? Hä? Nein, was er redest du? Nicht. Bei mir werden da selbst Sachen geklaut ständig. Hey, was hast du für ein Skin? Ja, Netherite Guard. Oh,
Offiziell jetzt, oder was? Offiziell. Weil das war's. Offiziell. Okay. Ich hab auf frischer Tat ertappt, wer in den Kisten dran war. Wer? Die neuen mal wieder. Die neuen. MBK und der ganz neue Braxis. Hey, warum hast du mir dein Schwert? Das ist deins, oder? Ja, das ist meins. Das wollte ich dir droppen, dass du es mal ansiehst. Ja, krass. Sie waren hier. Ich hab sogar eine Aufnahme währenddessen. Nochmal. Wer war das? Braxis und MBK. Hey, das mit macht der gar Begründung. Sinn, ach so, mit der. Ja, ich schick's dir gleich rüber. Nee, aber ich meine nur, ich habe Möbel bei dem gekauft. So, der war voll korrekt. Und Braxis habe ich sogar eine. Ich hab nicht umsonst Hausverbot bei dem. Der gibt Hausverbot ohne Grund, Mann. Der hat Auto beschädigt. Okay, ich guck mal eine Sache. Ich habe Braxis eine Elytra geliehen und er meinte, er legt sie mir wieder zurück in die Kiste. Ich guck mal, ob sie irgendwo. Warte, wo ist meine Kiste hier? Okay, sie ist nicht da. Er hat sie immer noch behalten. Ja, safe. Bro, die drehen hier komplett durch. Die klauen mein eine Herr Lama, haben die fertig gemacht. Dann wurde mein halbes Haus weggesprengt von einem Hater. Und seitdem, Max will auch, dass die Paulberger Königreich wird. Hä? Ja, Max ist auch bei uns. Ach, okay. Wird geregiert und wird beschützt von den Netherite Guards. Ja, Bro, ich sag euch ehrlich, wie ihr letztes Mal auch schon gesagt habt, so die ganzen Neuen denken auch, die können machen, was sie wollen. Ja, Bro, ja, das muss beschützt werden von den Netherite Guards. So sieht's aus. Bro, aber ey, du hast einen Beweis, dass die das waren. Ich schick's dir rüber. Okay, warte, dann ich guck's nochmal kurz an, okay? Einen Moment. Ja, okay, guck's dir an. Ich werd's dir rüber schicken jetzt. Guck's dir an, diese Kriminellen. So, komm her. Ich bin gerade bei meinem Freund Avive. Kommst du? Ja, ich so, Leute. Und das Ding ist, guck mal, eigentlich würde ich vom Ding nicht klauen bei Avive. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist hier auf der Insel? Was denn? Guck mal, Braxis, die armen Leute werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Mm. Das feiere ich nicht. Das feiere ich absolut nicht. Deswegen ist es auch eigentlich nicht, ist es eigentlich nicht teuer, aber wir werden warte mal, das ist ja, klauen ist doch verboten. Wir sollten nicht klauen, sonst wird Avive doch sauer auf uns. Oder er wird noch reicher. Oder er wird noch reicher. Genau. Die klauen. Aber wir dürfen es niemandem sagen, okay? Natürlich nicht. Guck mal, das Ding ist, es gibt eine Raketen, die klauen, es gibt zwei Raketen und Dreier Raketen. Die Dreier sind die am meisten reinpfeffern. Weißt du, wie ich meine? Die Dreier Raketen. Oh mein Gott, ich muss Avive Bescheid sagen. Würde ich sagen, wollen wir jeder so drei Stacks nehmen? Ja, aber zu zweit. Drei, okay. Oh mein Gott, Leute. Von uns irgendjemand sieht, okay? Nicht. Dort sind die ekelhaften. Oh mein Gott, besser. Er geht nochmal in die Kiste. Holy moly, Macaroni. Avive, das werde ich dir sofort erzählen, mein Freund. Bro, wie dreist die geklaut haben. Junge, die reden sogar noch so. Braxis sagt noch, man soll nicht klauen. Ja. Und Mirkan sagt, egal, komm. Reicher. Okay, ich sag's euch ehrlich, kann man sich euch noch anschließen? Klar. Ja. Aber wenn du für die Gerechtigkeit für König... Wir müssen ihn rüber mit zur Burg nehmen, um zu testen, ob er wirklich breit ist. Bro, wenn die jetzt Faxen machen, ne? Ich weiß doch genau, wie das damals war. Wir müssen erstmal gucken, ob du überhaupt bereit bist. Wie, ob ich bereit bin, Junge? Ich bin sowas von bereit. Guck, ich habe alles an Rüstung und so. Wir müssen zur Netherite Burg. Muss ich irgendwas mitnehmen, oder? Ich kaufe mir ganz kurz ein Deck Raketen. Ja, du darfst das. Einser. Komm mit. Okay. Komm mit. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob Avive dafür wirklich schon bereit ist, alter Armier. Ja doch, Avive ist ein guter, glaub mir. Das könnte jetzt aber auch nach hinten losgehen. Ja, aber ich will hier nicht unnötig beefen und so, ne? Ich will das nur schon mal gesagt haben. Ja. Wird nicht gebeeft. Komm mit, ab zu Lazy Town. Hey Freunde, ich weiß ehrlich nicht, sollen wir den Nether Guards beitreten? Aber irgendwie, Junge, warum werde ich beklaut? Warum immer ich, Digga? Kann ich mal irgendwer anders beklaut werden? Warum muss immer jeder mich hops nehmen? Erst recht er da vorne. Der hat ja damit angefangen früher. Aber Freunde, Netherite Guards, ich weiß es nicht. Als ehemaliger Team-Gut-Member, Junge. Oh mein Gott, Armin, das sind hier noch alte Zeiten, ey. Boah, hier habe ich noch ganz schlechte Erinnerungen, ne? Ich sag's euch ehrlich. Oh mein Gott, was geht hier ab? Hä? Oha. Was geht denn jetzt? Ey. Boah, das sieht schon krass aus, du musst dich hier in die Mitte reinstellen. Hier, in das Ding, oder was? Ja. Okay. Ja. Stell dich rein. Ey, wenn ihr mich jetzt killt, wenn ihr mich jetzt killt oder so, ne? Nein. Guck das Portal an! Guck das Portal an! Oh. Ich hab gehört, du willst ein Netherite Guard werden. Ja, schon. Avive, ich spüre in dir einen hohen Gerechtigkeitssinn. Auf jeden Fall, Mann. Ein Sinn für das Gute. Ja, Mann. Unrecht darf nicht mehr passieren. Geh durch das Portal und ich erzähle dir meine Entscheidung. Okay, Freunde. Okay. Oha, ich wünsche dir Glück, Avive, Junge! Danke, Mann, danke. Alter. Hey, wo kommt man da raus? Bro, ich bin da noch nie reingegangen! Hä?
Hä? Hallo? Ja, ich bin gar nicht im Nether. Hä? Irgendwas ist rausgekommen. Hä? Es hat nicht funktioniert. Hä? Ich war nicht im Nether. Hä? Irgendwas. Oh mein Gott! Er wurde angenommen! Oh mein Gott, du Mann! Wie? Oh mein Gott! Hä? What? Yeah! Bro, was ist das denn? Oh mein Gott, Vive, du wurdest angenommen. Oh Zieh mein mal deine Gott. Rüstung aus. Warte, Zeig warte. Dich mal. Oh, oha. Alter. Oh, wie siehst du denn aus? Sieht krass was? Aus, der sieht krass aus. Oh mein Gott. Ich war eine Sekunde nur da drin. Ja, ja, Bro. Du wurdest angenommen. Die Götter haben entschieden, du wurdest angenommen. Mein Gott. Weil du ein gerechter Mann bist. Let's go, Netherite. Weil du für die Gerechtigkeit des einsetzt. Aber wartet mal. Sunny. Somit ist ja. es jetzt, dass unser Bruder wurde abgezogen. Bro, das Oha. Geht nicht. Da müssen wir das jetzt erstmal aufklären. Wenn wir jetzt dahin gehen und werden die zur Rechenschaft ziehen, sag ich dir ehrlich. Ja. Okay, lass uns erstmal dahin gehen. Wir müssen denen genau das antun, was sie uns angetan haben. Wir holen unsere Sachen zurück. Ich will jeden Stack wieder haben. Jeden. Ja. Let's go. Oh mein Gott, Bro, ich war eine Millisekunde in diesem Portal. Netherite Gast, Junge, let's go. Wie funktioniert das mit dem Skin ändern? Alter. Junge, ich komm grad gar nicht mehr klar. Aber egal, Freunde, wir fliegen jetzt erstmal zu MBK und zu Praxis, Junge. Bro, ich lass da letztes Mal über 100 Dias in dem seinem komischen Möbelshop. Jetzt reicht's komplett, Alter. Hier unten, der ist beim Möbelshop. Oder ne, hier oben ist sein Haus. Ey, die sind oben bei ihm Haus. Ich hab's gesehen. Im Haus, in der Bei mir kann's Haus. Ja, okay, hinterher. Bro, jetzt reicht's komplett. Warte, ich bin unauffällig. So. Komm her. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Hey, so. Moin, na, wie geht's? Hallo. Hey, Königreich Paulberger Hills. Also zuallererst, wo ist meine Elytra? Ach stimmt, ja klar, hier. Die hast du mir gestern. Ach so, hier. Nein. Elytra? Ja, hallo. Das war meine. Bro, das war meine, gib sie wieder. Er hat sie. Nein. Hä, aber warte mal. Er hat's gerade selber gesagt. Doch, MBK, wirklich. Er hat sie mir gegeben. Ist es wieder. Gib mir die Elytra. Prank. Gib mir die Elytra. Oh, das ist kein Prank diesmal. Ja. Gib mir die Elytra. Ja. Okay. So. Ja? Wisst ihr, was ich heute mal, wo ich heute war, Jungs? Digga, so ein Zuhause? In meinem zweiten Zuhause. Von meinem Geschäftskollegen war ich heute mal ein bisschen am Chillen. Warte mal, wer ist noch mein Geschäftskollege? Aber kannst du mir da weiterhelfen? Kann sein, dass ich das bin. Ach, du bist mein Geschäftskollege. Ja, ich glaube, ich bin das, Mann. Habe ich einen Zutritt zu deinem Haus immer? Na klar, erst recht zu meinen ganzen Kisten und dem Lagersystem. Ah, okay. Oh, seid ihr coole Freunde, richtig cool. Ja, das klatscht gleich so auseinander. Ich will mal vor allem deinen Freund beklauen, MBK. Oh, wurde mir da etwa heute was geklaut? Stimmt's, MBK? Ey, Braxis, ich nehm dich hier auf und du schießt gegen mich. Nein, ich sag dir nur, dass das blöd wäre, wenn jemand bei dir klauen würde. Ach so, ja, das wäre blöd. Ja klar, wenn da wärst du sauer, Braxis, wenn jemand deinen Freund beklauen würde, oder? Ja, auf jeden Fall, sag ich dir ganz ehrlich. Und habt ihr schon mal geklaut? Was für Ehrenmänner gerade. Habt ihr denn schon mal geklaut? Das würde mich auch mal interessieren, ob ihr schon mal geklaut habt. Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Echt? Kommt ihr denn darauf? Nein. Also vor allem nicht. Hä? Also ich würde dich doch niemals beklauen. Du hast mir Komm, die wissen nicht, dass wir die aufklauen. Schluss mit dem Kasperle-Theater! Gebt es zu! Jungs. Ich hab euch beobachtet. Das reicht mir jetzt mit euch. Ihr habt noch eine letzte Chance. Okay, pass auf. Es war so. Das war doch so. MBK, guck mal. Ich wollte zu dir kommen und dir die Elytrin geben. Und dann wollte ich sie dir hinlegen, aber dann habe ich gesagt, nein, komm, wir gehen nochmal zurück. Lieber zurückgehen. Ja, genau. So war das. Wir haben nicht geklaut. Nein. So, ja. Braxig, du kannst erstmal deine Dia-Rüstung fallen lassen. Stopp mal deine ganze Rüstung. Was? Ja, Jungs, erst neu. Drop deine Rüstung. Drop die Rüstung. Jetzt sofort. Ja, alles gut, Braxig, mach, bevor du dich... Ey, das ist mein, ich nehm die ist mein zweiter Tag hier. Ja, dein zweiter Tag. Wo du, und hältst dich immer noch nicht an die Regeln. Hä? Schön die. Gemacht. Die Dreierraketen habt ihr geklaut! Junge, wir haben alles gesehen, wir haben alles gesehen! Überwachungskameras! Einer und Dreier! Amir war sogar selber da. Er hat alles gesehen, wie ihr geklaut habt. Bei mir im Lager, ohne zu fragen. Obwohl ich euch nie was gemacht hab. Chill. Ja, Mann, da hab ich Bock drauf. Wir machen es wieder gut. Als Wiedergutmachung habe ich ein Pferd für dich. Pferd? Das ist Stanis Pferd. Nein, wir haben es nicht geklaut. Nein, Oha! Was macht der? Ist das das Pferd von der Polizeistation? In Kombination hört sich das komisch an, Bro, aber ich hab das Pferd gerettet. Nein, das war... Bro, ich hab das schon gesucht. Ich dachte, das wäre dein Pferd. Deswegen hätte ich gerade nichts gesagt. Das ist weggelaufen. Ich hab das wieder zurückgeholt. Und deswegen steht es bei dir hier im Laden, oder was? Digga, hier im Zuhause. Ich nicht Junge, MBK, du übertreibst langsam. Was soll ich?
Pupsik, die haben von Praxis die Rüstung geklaut. Die haben den Laden von Praxis geklaut. Ey, die haben uns einfach ausgeraubt. Nach einem Tag, Pupsik. Ihr habt uns ausgeraubt. Und dafür wird Praxis jetzt seine Strafe bekommen. Nein, ey, chill. Was geht denn ab? Auslöschung durch die Netherite Guards. Mach durch die Netherite Guards. Was geht jetzt ab? Eins. Was soll ich machen? Lauf! Du kannst nicht wegrennen! Du kannst nicht wegrennen! Netherite Guards, Junge! So, das war der erste. Und nun kommt der nächste. Wo sind meine Raketen? Ich war doch gar nicht. Bleib hier, Junge! Er haut ab. Kein Problem, Leute. Kein Problem. Ha? Junge. Wir haben ein Statement gesetzt. Ich denk mal auch, das reicht doch fürs Anfang. Das war gut, das war echt gut. Ey, oh, so ein 31er, sogar das klaut der einfach. Ey, Bro, wie ist er das zugegeben, aber trotzdem. Er liegt eine Diamantspitzhacke umsonst. Ey, überleg. Von Praxis. Ja, nimm die noch mit. Nimm mit, Digga. Alles mitnehmen von denen. Alles. Ey, Bro, okay. die haben gar keinen Respekt. Die hätten jetzt doch alles zugeben können, dass die Scheiße wollen gebaut haben. Einfach entschuldigen, ja, Mann. Einfach entschuldigen. Haben sie nicht gemacht. Es interessiert die gar nicht, Bro. Die denken wirklich, die können hier machen, was sie wollen. Bro, keine Sorge, Herr Vive. Wenn dich jemand beklaut, hat er uns alle beklaut. Wir halten jetzt hier zusammen, wir Königreich Paulbergs. Und jeder, der hier missbaut, kriegt es doppelt zurück. Ey, ihr könnt ab jetzt auch immer an mein Lager. Holt euch, was ihr wollt. Alles, was ihr ist, ist auch an mein Lager. Ihr könnt auch jederzeit an mein Lager gehen. Bei mir ist auch alles am Start. Ich werde jetzt die nächste Nacht, ich werde jetzt nur Goldäpfel produzieren. Ey, Banks ist da. Sollen wir zu dem auch kurz? Ja, lass ihm mal eine Ansage machen, weil sein Haus, ey, Leute, sein Grundstück, Max hat ihm ein Grundstück gegeben und der baut da nicht mal drauf und alles. Ja, lass mal hingehen. Der verunstaltet die ganze Stadt, sag ich dir. Das geht so nicht. Jetzt reicht's richtig, Alter. Jetzt sollen wir mal hier aufräumen. Ich schwör's euch, Freunde, das war schon so lange Zeit, dass man das mal macht, ne? Alle, die ja neu auf die Insel kommen, haben gemacht, was sie wollen. Es hat die gar nicht interessiert. Ach, da ist er ja. Guckt mal, wer hier ist. Sehr gut. Aha, dich haben wir schon gesucht. Ja, was habe ich denn gemacht? Na, bist auch ein Neuer, ne? Ja. Ja, und was ist das hier für ein Grundstück? Das wurde mir vom Bürgermeister höchstpersönlich zugeteilt. Ey, lasst ihn in Ruhe, verdammt! Ihr müsst erst an mir vorbei! Hier. Zieh mal Leine! Zieh mal jetzt Leine, Candy! Weg, geh mal weg! Ihr denn? Aua! Nee, Candy, bleib mal hier! Nee, Candy bleibt jetzt nicht hier! Candy muss jetzt leider gehen! Candy, wir haben Praxis getötet! Nein, wir haben gar nichts gemacht. Hast du getötet? Ich hab von euch gehört, ihr seid diese Netherite Gang, ne? Oder? Netherite Guards, wenn überhaupt. Nicht Gang. Ja, wir sind keine Gang. Wir sind hier für die Gerechtigkeit. Ah, ich dachte, ihr seid kriminell. Okay. Nee, Kriminelle sind wir nicht. Aber was uns hier im Dorn im Auge ist, ist dein Grundstück. Das verunstaltet nämlich ziemlich die Stadt. Ey, euer Pferd rennt weg. Nein. Weil ich sag dir ehrlich, dieses Grundstück hier. Ey, lass das mal da stehen. Lass das mal hier gerne stehen, ja. So, direkt eins mehr. So. Was mach ich ob wir jetzt hier mit TNT das Ganze sprengen? Ja? Ich nehme sich als einfach bei Eisenhämmer raus. Oder sonst was. Das sieht hier aus wie Müll und deswegen wird dein Grundstück aberkannt. Ist doch nur ein Feld. Warte, nee. Oh mein Gott. Nein. Boah, er hat's gezündet. Nein. Boah. Oh mein Gott. So. Jungs, wir dürfen hier keinen halben Prozess machen hier. Ja, nimm hier schön deine Sachen auf. Oh, die will eh keiner haben, den Müll. Das gibt Krieg. Ja, bau mal was Ordentliches hier jetzt. Seh das als zweite Chance. In 24 Stunden steht hier eine fette Villa. Oder hier wird alles gesprengt und abgerissen. Okay, ich weiß auch schon, welche Villa ich da hinsetze. Die baue ich nämlich von woanders ab. Oh. Das glaube ich nicht, dass du das machen wirst. Oh, Alter. Demnach, ihr seid ein schönes... Das war die letzte Warnung. Das ist ja maximal 24 Stunden. Ihr seid fürs Gute. Sind wir auch. Geburtstagsparty. Guck mal, also ich habe zwar keinen Geburtstag, aber läuft die hier? Hallo, Kuchen? Nee? Nee, danke. Leute, ich mag keinen Kuchen. Ich bin laktoseintolerant. Von dir hätte ich Besseres erwartet. Junge, wir lassen uns hier nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Jeder, der neu ist, macht, was er will. Seit ein paar Tagen bist du hier und nichts hast du geschafft. Hier drei Beta hast du gebaut. Die ganze Stadt hast du verunstaltet.
Das war gelogen, dass ihr fürs Gute seid, oder? Wir sind übel fürs Gute. Aber ist das hier gut, oder was? Dein Grundstück ist komplett leer. Ich gebe doch mein Bestes, hallo. Dein Bestes würde sein, du würdest hier Tag und Nacht arbeiten für ein cooles Haus. Jungs, wir rücken ab. 24 rücken ab. Stunden, wenn hier kein Haus steht, dann wird der Rest auch entfernt. Oh, Bro! Nicht mehr viel zum Sprengen. Snoopy, wie redest du denn? Acht auf deinen Mund, haben wir verstanden. Snoopy, los! Hau ab, Junge, hau ab, Snoopy, schnell! Bevor die dich erledigen. So. Ja. Danny, Mann, ich dachte, wir sind Freunde, ey. Alles gut. Timmy, so wie du mich behandelt hast, sind wir bestimmt keine Freunde. Hey, wusste ich nicht. Pass auf, Timmy. Ja? MBK und Praxis haben einfach Raketen aus Lukas. Bro, die haben angefangen. Keiner hat was gemacht sonst. Die sind bei mir reingegangen, haben geklaut. Er hat's gesehen und sogar aufgenommen. Wir haben Beweise. Was? Keiner wollte hier irgendwie Beef, die haben angefangen. Jetzt sorgen wir wieder für Recht und Ordnung. Ich wollte dich fragen, braucht man wieder eine gerechte Hand in der Stadt? Naja, muss auch wirklich sein. Ist schon viel zu lange überfällig. Ich will bei dir ausziehen, ja, Timmy. Ich will bei dir nicht mehr wohnen auf der ollen Yacht. Okay, oh Mann, ey, ihr seid echt böse, Mann. Haut ab, Mann. Ja, das hat also mit böse zu tun, Junge. Guck mal, er kriegt mit, wie wir beklaut werden. Und dann heißt wieder, wir sind böse. Weißt du was? Ich wurde beklaut. Es hat so mit angefangen. Wir haben gar nichts gemacht von selber. Wenn ihr beklaut wurdet, seid ihr an Recht. Das stimmt. Ja, also. Hier muss ich euch recht geben. Okay. Und das Grundstück von Banks, hast du das mal gesehen? Das verunstaltet die ganze Stadt. Das war Natur. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Seit Natur. Seit einer Woche ist auf der Insel, da ist nichts. Ja, sehr es gut, sieht jetzt wirklich nicht schön aus, Mann. Bauen wir was Schönes hin. Ey. Ich muss sagen, wir nicht auf cool machen, damit die dich nicht mobben. Wir mobben hier gar keinen. Wir machen sorgen nur für Gerechtigkeit. Gut, dass Unabhängige das auch sehen, was hier abgeht in der Stadt. Normale Bürger. Gut, dass du fair bleibst. Gut, dass du fair bleibst. Sehr gut, dass du fair bleibst. Das ist richtig, das ist richtig. Ich will aber auf jeden Fall mich von euch fernhalten. Ihr seid irgendwie komisch, Mann. Wir sind nicht komisch. Digga, Snoopy die ganze Zeit? Snoopy wird Snoopy ist mir langsam auch ein Dorn im Auge. Der wird noch sehen. Der wird Ich würde mal sagen, ey, wollen wir bei Snoopy nochmal TNT im Haus einfach so als Warnung platzieren, dass er mal seinen Mund hält? Aber nicht anzünden, oder? Aber nicht anzünden, nur platzieren. Ja, nicht anzünden. Okay, machen wir. Okay, nur platzieren. Lass erstmal hin und dann schreiben wir, dass er kommen soll. Freunde, schreiben in die Kommentare, ist das gerade böse, was wir machen? Klingt das hier hart? Wir sorgen einfach wieder für Ordnung. Guck mal, es ist gar nichts mehr hier gelaufen. Jeder konnte klauen und machen, was er will. Wie oft wurde ich beklaut, als ich auch keine Aufnahme oder so am Laufen hatte, Freunde? Immer wurde ich... Auf uns wird gerade Nase rumgetanzt. Aber ich sag euch ehrlich, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass Banks richtig Stress machen wird. Ja, ja, der wird doch Stress machen, sag ich dir ehrlich. Wenn der schon so redet jetzt. Ja, da müssen wir aufpassen. Aber ich sag mal so, wir waren, guck mal, das war die drei Sachen, die er da gebaut hat, die baue ich dir in einer Minute. Ja, jetzt, guck mal, wir waren ja auch so fair gewesen, geben ihm nochmal Zeit, 24 Stunden was Cooles hinzubauen. Aber ansonsten, weg damit. Hallo. Ja, wir wollen hier mit dir mal reden. Komm mal mit. Der Arme hat nicht mal eine Elytra, Freunde. Nur reden, Snoopy. Mehr nicht. Komm mal hoch. Ey! Snoopy. So, Snoopy. Das wagt ihr euch nicht, oder? Uns gefällt nicht, wie du bei uns die ganze Zeit redest. Genau. Ihr seid böse. Was für böse? Keiner ist böse. Nein. Soll ich dir zeigen, was böse ist? Böse wäre, wir würden das Ding hier hochsprengen. Ja, das wäre böse. Sehr böse. Das wäre sehr böse. Und machen wir das? Nein. Wisst ihr, was ich böse finde, Jungs? Immer rüberzugehen und immer falsche Anschuldigungen uns gegenüber falsche Anschuldigungen. Das finde ich auch böse. Weißt du, was ich auch böse finde? Die ganze Zeit bei mir zu klauen. Und ich weiß, dass du oft geklaut hast. Ich weiß es. Ich habe gar nicht geklaut. Ich weiß es. Du kannst nichts sagen. Ich weiß ganz genau, dass du oft geklaut hast. Ich habe gar nicht geklaut. Ich habe immer bezahlt. Snoopy. Ich rede nicht von Raketen. Ich rede von allem Möglichen aus meinem Lager. Ich weiß ganz genau, was ich meine. Ich habe gar nichts geklaut. Nicht einmal. Freunde, ich habe ihn neben den Augen so oft. Ich habe so oft erwischt, Bruder. Ja. Du sagst, dass wir böse sind, obwohl Brexit und MBK bei Arrive Raketen ohne Ende geklaut haben. Ja, das stimmt. Ja, aber warum sagst du dann, dass wir böse sind? Da zählt die ganze Zeit Lügen rum? Weil ich die Videos früher geschaut habe. Ja, früher war Netherrealm ganz anders. Ja. Jetzt ist doch was ganz Neues. Hä? Guck mal, und das ist das Problem. Du hast nur Vorurteile. Du bewertest den Menschen nicht neutral. Und das ist böse. Früher waren die Netherrealm ganz wirklich böse. Du bist böse, deswegen. Guck, wie du rede hier nicht so im Königreich Paulberger Hills. Ansonsten musst du dir vielleicht mal einen anderen Wohnort suchen. Ansonsten brauchst du vielleicht mal einen Denkzettel. Das war eine Warnung an dich, okay? Schönen Abend noch. Wir sorgen einfach nur für Gerechtigkeit. Mach einfach kein Auge und sag hier irgendwelche Sachen, die nicht stimmen. Genau. Über niemanden, egal ob uns oder jemand anderen, über gar keinen. Hab einfach Respekt. Du bist neu hier. So, let's go, Jungs. Jetzt haben wir mal hier, wir müssen echt zusammenhalten jetzt. Nicht, dass die sich hier alle zusammenschließen, nur weil die sich an Regeln halten müssen. Nämlich, ihr habt ja mir gemerkt, jetzt wo die sich auf einmal wieder an Regeln halten müssen, drehen die durch und wir sind die Bösen. Was soll das? Ja, das kommt mir irgendwo ganz vor. Aber ich würde sagen, Jungs, das war ein erfolgreicher Tag, oder? Sehr gut. Auf jeden Fall. Ich werde nach Hause. Also, ich gehe jetzt auch erstmal nach Hause. Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Ja, schreibt auf jeden Fall, ne, wenn irgendwer angegriffen wird. Alles klar, Jungs. Okay, hau rein, Bro. Ciao, ciao. Snoopy. Ja.
Das war, wir sind wirklich nicht böse, ohne Witz. Wir oder ich wurde beklaut und du hast safe auch schon mal geklaut. Wir brauchen gar nicht diskutieren, mein Lieber. Was ich nur sagen will, wir wurden beklaut und es wird einfach Zeit, dass wir wieder ein bisschen Gerechtigkeit hier in der Stadt machen. Das hoffe ich. Guck mal, ich war früher auch nicht bei den Netherite Guards. Früher, Bro, fand ich komplett, du weißt es selber, ich war ein Team gut. Und ich bin immer noch im Herzen Team gut, weißt du, ich meine? Ich bin für Gerechtigkeit und kein Beef. Und dafür stehen wir immer noch. Und Dr. Banks ist seit einer Woche auf der Insel. Bro, er hat immer noch nichts gebaut. Es wird Zeit, dass man mal ein paar Ansagen verteilt. Okay, mach's gut, ja? Ja, tschüss. Ciao. Irgendwie ist der auch ganz komisch, sag's euch ehrlich. Ey, Junge, dieser neue Skin. Schreibt mal in die Kommentare, wie fresh ist der bitte, Digga? Okay, wir gehen mal kurz ins Haus. Ich will noch einmal gucken. Oh mein Gott, ich sehe einfach so böse aus, Junge. Richtig geil. Okay, das ist krass, Freunde. Das ist krass. Wir sind jetzt einfach bei den Netherite Guards, Junge. Okay, so. Ich mach direkt noch ein Schild hier in mein Lager rein. Für alle, die neu kommen. So. Wer klaut, bekommt Stress mit den Netherite Guards. Oh, Baby, Junge. Ab jetzt halten wir wieder zusammen. Freunde, ich sag euch ehrlich, es war sehr, sehr langweilig auf der Insel. Es wurde irgendwie, keine Straftat wurde irgendwie gefahren. Also keiner hat irgendwie Ärger bekommen, wenn irgendwas geklaut hat. Jeder konnte machen, was er will. Die ganzen Neuen sind einem alle auf der Nase rumgetanzt. Auch zum Beispiel Riley, Freunde. Ich habe dem vor einem Monat mein zweites OP-Schwert geliehen. Bro, wir können einmal gucken. Er hat es mir immer noch nicht wiedergebracht. Ich weiß nicht, was sich die ganzen neuen Leute denken, aber irgendwie keiner hat Bock, sich hier an Regeln zu halten. Aber so geht's halt nicht. Guck mal, wie damals, ganz früher, wo wir angefangen haben, hat fast keiner einem irgendwas geklaut. Seitdem die ganzen Neuen da sind, wird so viel geklaut. Und eben alleine Praxis und MBK, Freunde, einfach aus dem Nichts. Guck mal, ich habe Dias bei ihm bezahlt, alles war gut. Er beklaut mich einfach komplett, ich verstehe es nicht. So, was wir jetzt mal ganz kurz machen, versteckt mal Praxis seine Rüstung. Einfach hier in so einer Eisenkiste, da wird nämlich keiner reingucken. Dann würde ich sagen, was wir mal eben machen, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir packen mal eben, oh, falsche Kiste, die ganzen krassen Sachen wie Elytren und was wir alles haben. By the way, den Brustpanzer, Freunde, der bleibt genau da, wo er jetzt ist, weil ab heute kann es wieder sein, dass wir fighten. Ich würde sagen, sogar Tränke mache ich für die nächste Folge noch ein paar ready. Wir müssen auf jeden Fall wieder auf alles vorbereitet sein. So, Elytra-Kiste kommt rein und wir machen eine neue Kiste, die wir auch direkt am Amboss umbenennen. Und zwar mit TNT. Zack, für den B-Fall, falls es richtig losgeht. Und ich wette, die ganzen Stacks hier, die werden mir sonst geklaut und da habe ich aber gar keinen Bock drauf. So, alles rein und Abfahrt. Ich hatte wirklich immer an alles Vertrauen, aber seitdem hier so viel geklaut wird, Freunde, man muss es einfach anders angehen. Ich sag's euch ehrlich. So, Goldäpfel werde ich ab jetzt immer dabei haben. Müssen wir mal ein paar neue machen. Ich werde sowieso nochmal in die Goldfarm gehen, mir ein bisschen Gold holen. Irgendwie haben wir gerade nicht mehr so viel. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Die Netherite Guards sind back und ich bin dabei, Junge. Als hätte ich das jemals gedacht, dass ich bei den Netherite Guards bin. Und alleine, wenn man so drückt, oben mein Skin, Junge, das sieht so geil aus. Aber okay, Freunde, eine Sache machen wir noch. Wir gehen mal ganz kurz oben das Badezimmer. Zumindest das eine Badezimmer noch mal ein bisschen schöner machen. Wir brauchen halt auf jeden Fall Gold. Ganz, ganz wichtig. Weil, Freunde, ich habe wirklich vorgehabt, wir hatten ja früher das Diamanten-Spa, aber ich glaube, wir werden jetzt ein goldenes Spa draus machen. Das heißt, alle Blöcke, die hier noch fehlen und so, werden wir dann halt einfach aus Gold machen. Hier der eine in der Mitte zum Beispiel und der. Aber, Freunde, bevor wir das machen, machen wir jetzt mal ganz kurz hier den Badezimmerbereich fertig. So, zack. Denn das muss weg. Und weißer Beton muss hin. Zack, erstmal die Dusche wieder hinmachen. Auf Schickerino. Dann machen wir ein schönes Doppelwaschbecken. Dann haben wir das nämlich auch am Start. Und machen hier oben noch eine schöne Beleuchtung rein. Dann sieht es auch echt geil aus. Allein die Sauna, Freunde. Wir müssen das unbedingt mal reparieren. Aber da muss ich noch Gold reinmachen. Das müssen wir noch machen. Und jetzt for real, schreibt mal in die Kommentare, sollen wir hier wieder einen fetten Goldpool hinmachen? Wir werden safe einen Pool machen. Aber dafür brauche ich halt, wie gesagt, mehr Gold. Aber was wir halt noch eingekauft haben, sind halt Küchensachen, ne? Also irgendwo müssen wir halt auch noch eine Küche reinmachen. Können wir natürlich hier reinbauen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob so der Außenbereich hier die Küche sein soll. Ich glaube, wir gucken mal eben, ob wir das irgendwo hier hin machen können. Ich überlege gerade, obere Etage wäre halt auch fett. Wir könnten theoretisch die Galerie zumachen, aber es sieht halt auch nicht so geil aus, ne? Freunde, 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 wie sollen wir das machen? Aber allein der Briefkasten sieht schon sehr geil aus, ich sag's euch ehrlich. Boah, ich bin echt am Verzweifeln, wo sollen wir das hinmachen? Das Schlafzimmer ist halt eigentlich viel zu groß. Ich sag euch ehrlich, vielleicht machen wir hier zwei Räume draus, oder? Ja, komm, wir machen zwei Räume draus. Es bringt ja nichts, so viel Platz hier zu haben für ein Schlafzimmer, wo eh nichts drin ist. Ja, perfekt. Guck mal, wir können das Bett nämlich auch genauso gut dahin machen. Dann verbrauchen wir auch weniger Steine und so. Zack, zack, zack. Einmal alles wegmachen. Und dann haben wir hier oben wirklich einen komplett leeren Raum erstmal, den wir halt noch viel, viel geiler machen können. Guck mal gerade, was kann ich hier platzieren? Nee, das leider nicht. Warte mal. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen das so. Hier eine Tür und hier eine Tür. Zack, zack. Dann geht's hier rein. Das sollte geil sein. Und dann machen wir hier wirklich eine Raumtrennung. Aber können wir sogar auch aus Gold machen. Warum nicht? Ja, machen wir hier. Dann machen wir hier in dem Raum einfach das Schlafzimmer.
auf easy peasy. Lemon squeezy. Ja, perfekt, Junge. Easy. Machen hier die Treppen und dann kommt hier oben einfach das Bett rein. Sehr geil. So machen wir das. Sehr, sehr geil, Freunde. Schaut mal. Boah, das wird geil aussehen, ich sag's euch. Das wird geil aussehen, Freunde. Und ein Bett und wir machen noch ein Bett. Let's go, dann haben wir ein richtig geiles Schlafzimmer. Und ich würde sagen, auf der Seite machen wir dann halt die Küche. Ich überlege halt gerade, was wir hier machen, weil das müssen wir auf jeden Fall zumachen, sonst sieht es echt nicht gut aus. Zack, zack, zack. Vielleicht können wir hier oben irgendwas drauf machen, was geil aussieht. Ah, ich weiß auch nicht, was wir da hin machen können. Egal, Freunde, falls ihr eine coole Idee habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sagen, ich farme jetzt erstmal fürs nächste Video noch ein bisschen was an Gold, sodass wir hier alles fertig machen können. Dass wir hier die Wandverkleidung machen können, den Boden machen können, die Wand trennen können. Und dann werden wir genau in diesem Bereich eine richtig geile Küche reinsetzen. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, Freunde, die Netherrealm White Guards sind back, Junge. Wobei, was heißt back? Ich war ja nie dabei, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Ich bin jetzt auch am Start. Und ab heute werden die Paulberger Hills clean gehalten, Junge. Keiner macht hier mehr Faxen. Wir können mal kurz gucken, ob Banks schon irgendwas Neues macht. Okay. Er hat auf jeden Fall schon mal den Boden repariert. Er wird auf jeden Fall jetzt was bauen müssen. Und ich sage euch auf real, das ist auch überhaupt nichts, was irgendwie böse ist. Oder wir wollen nicht unnötig Beef oder Streit oder keine Ahnung was machen. Aber ihr müsst halt einfach wieder mal einen krader Wind ziehen, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist alles so ein bisschen ausgeartet. Jeder macht, was er will. Keinen interessieren mehr irgendwelche Gesetze und so. Und das... Ja, sowas geht einfach nicht fit. Aber was mir gerade noch einfällt, was wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen müssen, wir müssen einmal zu Sue gehen. Ich muss mit Sue reden. Sue, Junge, der wird ein Herzinfarkt kriegen. Wenn der hört, dass ich bei den Netherite Guards bin, Junge, dann war es das aber komplett. Aber gut, Freunde, das war's in dem Video. Haut da rein, wir sehen uns morgen und macht's gut, Leute. Ciao. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer.